Hallo zusammen. Heute soll es um diese vier OLED-Lampen gehen. Ganz konkret sind es natürlich nur zwei Modelle, und zwar die M2R Warrior und die H2R Nova. Die Lampen liegen regulär bei 99 Euro. Und das Besondere ist, dass es jetzt zum Black Friday, also vom 22. bis 23. November, 40% Rabatt gibt. Also dann bekommt ihr die Lampe für 60 Euro. Beziehungsweise wenn ihr zwei von den M2R nehmt, kosten die sogar nur 55 Euro jeweils. Was ein super Preis ist. Also wenn ihr euch für die Lampe interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Kommen wir aber direkt gleich zur Lampe und fangen wir vielleicht einfach mal mit der H2R Nova an. Die wird geliefert in diesem Karton. Und es liegen hier zwei Lampen, weil es zwei verschiedene Modelle gibt. Und zwar einmal mit kaltweißem Licht und einmal mit neutralweißem Licht. Ganz konkret sind es 5500 bis 6500 Kelvin bei der kaltweißen LED und bei der neutralweißen 4500 bis 5000. Und hier hinten sehen wir dann auch den Unterschied. Und zwar hat die kaltweiße 2300 Lumen für eine Minute und die neutralweiße nur 2000 Lumen. Wobei ich ehrlich gesagt da kaum einen Unterschied sehe und ich persönlich immer zu der neutralweißen greifen würde. Dann haben wir im hohen Modus 600 Lumen bzw. 550, 150 bzw. 140, 30 bzw. 27 und 1 Lumen. Die Lampe ist 11 cm lang und wiegt 110 Gramm. Also nicht wirklich schwer. Das ist die hier und dann auch gleich die M2R. Und da ist das Seltsame, dass es auch hier eine neutralweiße Version gibt. Da ist ein Aufkleber drauf. Und die kaltweiße, da ist kein Aufkleber drauf. Allerdings unterscheiden die sich hier hinten nicht. Also weder, dass auf dem Karton die beiden Werte aufgedruckt sind, noch dass da unterschiedliche Werte aufgedruckt sind. Also keine Ahnung, ob die dann gleich warm sind, gleich hell sind oder wie auch immer. Gleich hell natürlich so. Hier haben wir im höchsten Modus 1500 Lumen für 3 Minuten, dann 700 Lumen, 250 Lumen, 60 Lumen, 15 Lumen und 1 Lumen. Und da sehen wir auch schon den Unterschied zwischen den beiden Lampen. Hier habe ich in der Mitte drei Modi und hier habe ich vier Stück, durch die ich durchswitchen kann. Moonlight wird besonders angesteuert und Turbo wird besonders angesteuert. Das heißt, im normalen Gebrauch, wenn ich durchswitche, habe ich hier vier Modi und hier drei Stück. So. Was die Lampen noch identisch haben, ist ein Magnet hier hinten drin. Das heißt, ich kann sie irgendwo anheften und ich kann diesen Magnet natürlich auch benutzen, um die Lampe aufzuladen mit so einem Magnetanschluss. Und das wird dann hier angeschlossen an den Computer, ans Handy-Ladegerät, Tablet-Ladegerät, wie auch immer. Micro-USB hat man, USB hat man normalerweise irgendwo daheim rumliegen und dann kann man die Lampe aufladen. Das ist eine richtig feine Sache, wenn man die Lampe sehr regelmäßig nutzt. Also wenn man die auf der Arbeit benutzt und jeden Abend aufladen muss, dann funktioniert das wunderbar. Einfach anschließen und fertig. Das gleiche auch hier. Ich persönlich muss allerdings sagen, dass wenn ich eine Lampe als EDC-Lampe nutze und ich sie nur einmal im Monat auflade, dann finde ich das besser, wenn ich da über Micro-USB aufladen kann. Einfach weil ich dann kein weiteres Ladegerät brauche. Beziehungsweise auch im Urlaub kann ich mir das dann sparen, noch ein zweites Ladegerät mitzunehmen. Ja, kommen wir zum Lieferumfang. Fangen wir da vielleicht mit der Warrior an, also der links hier. Karton habt ihr ja gesehen. Und da drin ist so eine Nylonhülle und das ist mit Abstand die beste Nylonhülle, die ich je bei einer Taschenlampe mitbekommen habe. Hier hinten können wir schnell einen Gürtel anbringen über einen Druckknopf oder halt sicher, indem wir es hier durch den Gürtel hier durchziehen. Dann machen wir es hier auf. Und das Besondere ist erstens so ein Mikrofaser, Fiber, irgendwas drin. Und jetzt mache ich die Lampe mal an. Es leuchtet hier durch. Also ich sehe, wenn ich die Lampe anhabe, was eine richtig feine Sache ist. Und das gleiche auch, wenn ich die Lampe andersrum rein tue. Auch hier ist eine Öffnung und auch hier sehe ich dann, wenn die Lampe an ist. Also das gefällt mir richtig gut. Und dann gehört zum Lieferumfang noch so ein kleines Lanyard. Hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht, aber manche Leute mögen das ja. Und ein Handbuch. Und da kommen wir zu dem Lieferumfang von der H2R. Da ist das Mikroladegerät dabei, was natürlich auch bei der M2R dabei ist. Also das gehört bei beiden Lampen dazu. Dann ist ein Clip dabei, den habe ich jetzt abgemacht, weil ich euch gleich was demonstrieren möchte. Und ein Kopfband, denn die Lampe lässt sich als Kopflampe verwenden. Wird dann einfach hier reingelegt und da drin ist ein Magnet. Zur Seite hält er nicht besonders gut, aber nach oben und unten hält er. Zumindest provisorisch. Und dann mache ich hier dieses Gummiband drum. Und dann hält es richtig sicher. Theoretisch könnte ich ja auch noch den Clip dran machen oder dran lassen. Allerdings, wenn ich die Lampe dann drehe, ist es nicht ganz so angenehm. Von der habe ich ihn bei der einen Lampe jetzt einfach mal abgemacht. Und zum Lieferumfang gehört auch noch so ein Ersatzteil. Und zwar kann man hier hinten, für diejenigen, die sich nicht wohl dabei fühlen, wenn sie einen Magnet am Kopf haben, das
kann man aufmachen, kann den Magnet rausmachen, kann das hier reintun und dann kann man die ohne Magnet benutzen, diese Halterung. Dann hält es hier natürlich nicht von selbst, muss man es halt so gerade halten, macht das Gummiband drum und dann ist es auch sicher. Und was mir noch positiv aufgefallen ist, ist das Gummiband an sich. Also ich habe hier ein Überkopfband und kann es auch am Überkopfband verstellen, kann es an der Seite verstellen, hier an beiden Seiten. Und das ist ein sehr weiches und angenehmes Material. Also das Kopfband hier kriegt die volle Punktzahl. Das gefällt mir richtig gut. Clip, wie gesagt, gehört zum Lieferumfang dazu. Habe ich jetzt bei einer Lampe abgemacht. Und wenn ich schon beim Clip bin, den kann ich hier dran machen. Mache ich vielleicht einfach mal wieder. Und dann kann ich den sowohl hier durch die Hose durchfädeln oder hier. Also LED up oder LED down, je nachdem. Und ich kann es zum Beispiel hier oben bei einer Cappy befestigen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Lampe hier. Und ich kann den Clip auch hier umsetzen. Das heißt, ich habe vier Möglichkeiten, den Clip zu verwenden. Die H2R lässt sich über einen Kopfschalter bedienen, die M2R über einen seitlichen Schalter. Grundsätzlich bin ich nicht der größte Fan von so einem seitlichen Schalter, weil ich da oft ein bisschen suchen muss, wo der Schalter jetzt ist. Wenn ich allerdings einen Clip habe, dann weiß ich oder kann ich mir den Clip so hinrichten, dass ich weiß, dass der Schalter auf der gegenüberliegenden Seite ist und dann passt das. Und die Lampe hat noch zusätzlich hinten Schalter. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich fange mal hier mit der H2R an mit der Bedienung. Wenn ich lange drücke, komme ich in den Moonlight-Modus oder in den niedrigsten Modus. Da lege ich euch das mal so hier hin, dass ihr das sehen könnt. Das ist 1 Lumen. Dann habe ich hier 30 Lumen, 150 Lumen, 600 Lumen. Und mit einem Doppelklick komme ich in den Turbo. Wenn ich sie ausmache und anmache, dann habe ich ein Memory. Also sie geht immer in den Modus an, wo ich sie ausgeschaltet hatte. Das zeige ich euch auch noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den... Ah, jetzt habe ich sie gelockt aus Versehen. Das war zu lang. Wenn ich jetzt im niedrigen Modus, also im Low, ausmache, anmache, bin ich wieder im Low. Und wenn ich dreifach klicke, kommt kein Strobe in dem Fall, sondern ein SOS. Und das finde ich eine ziemlich gute Sache. Kommen wir zur Bedienung von der Warrior, der M2R. Und zwar kann ich die hier hinten... Die hat zusätzlich hinten noch einen Schalter, da kann ich leicht reindrücken, dann habe ich momentan Licht, kann durchdrücken, dann habe ich ein dauerhaftes Licht und ich kann zusätzlich die Lampe mit diesem Schalter hier bedienen. Und hier habe ich den Moonlight mit 1 Lumen, dann habe ich 15 Lumen, 60 Lumen, 250 Lumen, 700 Lumen und den Turbo mit 1500 Lumen. Allerdings hier ist nur für 3 Minuten, aber... Wenn ich in der Ferne was suche, dann ist es eine feine Sache, dass das dabei ist. Und jetzt kann ich es noch umschalten. Ihr habt da hinten gesehen, wenn ich durchdrücke, habe ich ein dauerhaftes Licht. Aber ich kann es umstellen in den taktischen Modus. Und wenn ich jetzt hinten drücke und vorn drücke und jetzt hier durchdrücke, dann habe ich einen Strobe. Und das ist noch ein Unterschied. Und zwar, wenn ich jetzt hier das momentane Licht nur anmache, habe ich hier 1500 Lumen in dem taktischen Modus. Und wenn ich sie in einem anderen Modus hinten anmache, dann habe ich nur 1000 Lumen. Keine Ahnung, warum das so gelöst wurde. Ist halt so. Gehen wir noch kurz auf die Akkus ein. Hier haben wir einen relativ normalen Akku. Wird mitgeliefert. Ein Akku, der 10 Ampere schafft, was eine feine Sache ist. Und hier haben wir einen besonderen Akku. Und zwar ist hier Plus und Minus auf einer Seite. Hier haben wir 3000 mAh Akku und das waren glaube ich 3500 genau. Da steht es nicht dabei, wie viel Ampere er schafft. Also ich übersehe das jetzt irgendwo. Aber er wird das in der gleichen Größenordnung schaffen, weil die Lampe haut ja 2300 Lumen raus. Und hier wird es dann halt gelöst, indem ich Plus und Minus direkt nebeneinander habe. Und dann funktioniert das auch mit dem magnetischen Ladegerät. Interessant ist es hier gelöst bei der M2 Warrior. Und zwar habe ich ja auch hier Plus und Minus, weil ich das ja aufladen möchte, über den magnetischen Schalter hier hinten. Allerdings habe ich auf dem Akku nur den Pluspol hier und ich denke, dass dieses doppelwandige Rohr dann als Minuspol verwendet wird. Das war so meine Theorie. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Ja, ich war jetzt mit den beiden Lampen draußen, habe da ein paar Praxisaufnahmen gemacht. Die blende ich euch gleich mal ein. Thank you.
Und ich glaube, wie man ganz gut erkennen kann, die Warrior hat deutlich mehr Reichweite, wohingegen die H2R, also die Nova, mehr auf eine Nahbereichsausleuchtung ausgelegt ist. Macht natürlich auch absolut Sinn bei einer Kopflampe, dass man da nicht so weit leuchten möchte, sondern dass man im Nahbereich ausleuchten möchte. Da kann ich euch auch noch die konkreten Werte geben. Und zwar hat die H2R einen Candela-Wert von 5850 und die M2R hingegen 10880. Also deutlich mehr auf Reichweite ausgelegt. Und jetzt noch vielleicht zum Vergleich zwischen Neutralweiß und Kaltweiß. Da habe ich hier mal ein Blatt Papier. Da gehe ich mal in den niedrigsten Modus. Und ich glaube, da sieht man ganz gut den Unterschied. Rechts das Kaltweiße und links das Neutralweiße. Ich habe da auch nochmal ein Foto gemacht, das werde ich euch auch mal einblenden. Und da habe ich die Kamera auf manuellen Modus geschaltet und habe den Weißabgleich auf 5400 Kelvin geschaltet, weil das genau der Mittelwert ist. Also ich habe ja hier die Werte für Neutralweiß und für Kaltweiß, habe da genau den Mittelwert genommen und habe dann erstmal ein Foto gemacht mit beiden Lampen. Einmal mit 600 Lumen verglichen, beziehungsweise 550, und das andere Mal mit 2300 und 2000 Lumen verglichen. Also ich glaube, da könnt ihr euch einen gewissen Eindruck machen, wie viel dunkler die neutralweiße Version ist im Vergleich zur kaltweißen und wie sich das Lichtbild verhält. Das blende ich euch jetzt auch gleich mal ein. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die LED habe ich, glaube ich, vergessen gehabt. In dem Fall ist hier eine GRX HP 50 verbaut. Hier steht es nicht drauf. Laut Webseite ist es eine XHP 35. Und sonst gibt es, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Auf die Rabattaktion hatte ich ja schon hingewiesen. Grundsätzlich 100 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis. Man kriegt hier aber auch eine richtig gut verarbeitete Taschenlampe. Da finde ich den Preis durchaus auch angemessen. Mit der Rabattaktion jetzt mit den 40% für 60 Euro, da muss ich ganz ehrlich sagen, da überlege ich mir ernsthaft, mir diese Kopflampe hier noch zu holen, weil die mir richtig gut gefällt. Ich habe zwar eine Kopflampe, allerdings eine kleine, und die leuchtet mit 2300 Lumen schon, haut da richtig viel Licht raus. Und das gesamte Konzept gefällt mir richtig gut. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich hervorragend. Also da überlege ich gerade, ob ich mir nicht eine holen sollte. Ja, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.